Guten Morgen. Ich war bei Rossmann und habe mir ganz viele Pinsel gekauft. So cool. Nee, Quatsch. Sorry. Da war ein Falscher dazwischen. Hier. So richtige schöne Lidschattenpinsel. Und ich habe schon wieder so viele Filme gesehen und alle sind so toll. Und dann habe ich das gestern ausprobiert und das hat überhaupt nicht geklappt. Aber ich wollte es heute nochmal versuchen. Eine Sache habe ich dazu gelernt und zwar Luxpuder. Kompaktpuder heute mal. Eine Sache habe ich dazu gelernt und zwar, dass man beim Lidschatten mit einer dunklen, mit einer rosanen Farbe anfängt. Also, ich glaube, eins ist klar, so wie die sich da schminken bei YouTube, diese jungen, wunderschönen, unfaltigen Mädchen, das werde ich wohl nie hinkriegen. Dafür liebe ich ja Make-up-Coach. Das ist alles so ein bisschen normaler. Aber trotzdem habe ich was dazugelernt, und zwar, dass man ganz viele Pinsel braucht für richtigen schönen Lidschatten. Zum Beispiel sowas hier. Der eine hat auch zwei Seiten. Die habe ich jetzt einfach bei Rossmann gekauft, Stück ungefähr 5 Euro. Und damit muss ich selber sehen, wie ich damit klarkomme, wofür was ist. Der zum Beispiel, der ist so zum Stüpseln. Und da muss ich mal sehen, wie ich das hinkriege. Ich habe echt schon ganz schön viele Pinsel. Und ich würde immer, wenn ich Make-up trage, würde ich immer das mit so einem schönen Pinsel machen. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wo ich die gekauft habe. Ich kaufe bei Rossmann, ich kaufe bei Avon. Make-up-Coach. Ja, okay, dann fange ich mal an. Das, was ich gelernt habe, fange ich mit diesem Pinsel an und gehe damit erstmal in so eine Grundfarbe rein. Ich fange mal hiermit an und man sollte eigentlich eine Lidschattengrundierung auftragen. Das werde ich jetzt auch mal schnell machen, weil das habe ich gemerkt, das macht richtig einen Unterschied, finde ich jedenfalls. Vorher habe ich ja das Auge abgepudert. Und dann mache ich das jetzt auch so wie andere YouTuberinnen. Ich verteile das jetzt auch mal mit einem Pinsel. Und dafür braucht man nachher wirklich 1 Million Pinsel, finde ich. Jetzt haben wir wieder zwei Sachen auf einmal. Geht nicht. Also wenn ich jetzt einen Pinsel für eine Sache habe, dann muss das auch für diese Sache bleiben und dann kann ich das nicht für 1000 andere Sachen noch benutzen. Das ist blöd. Also ich kann jetzt nicht den hier mit Lidschattengrundierung, meine ich, und dann nachher schwarz und dann morgen wieder Lidschattengrundierung und so, das klappt nicht. Deswegen hat man ja auch so viele Pinsel, ne? Weil man den davon nimmt und den davon nimmt und den davon nimmt. So. Also, den packe ich dann an die Seite, der ist dann nur dafür. Dafür könnte ich dann höchstens noch ein bisschen Concealer nachher auftragen. Also eigentlich so ein Pinsel für helle Sachen und für cremige Sachen. So, dann lasse ich das ein bisschen trocknen, fächern. Und dann gehe ich jetzt einmal in die helle Farbe und danach gehe ich in die Farbe. Erstmal in die helle Farbe mit diesem gefächerten, pluschigen Pinsel. Man könnte das auch mit was anderem machen, aber ich mache das jetzt mal so, wie ich das in dem Video gesehen habe. Sie hat einfach mit so einem pluschigen Pinsel alles so verteilt. Soll ich immer dichter ranholen? Könnt ihr die Falten besser sehen? So, uiuiui. So sah ich früher aber nicht aus. So, also jetzt hell, ist ja egal. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und dann, so, hell. Ah, sieht man jetzt gar nicht so. Ich mache es nochmal mit dem Finger. Dann sieht man schon mehr. Also, das ist jetzt auch gar nicht so dafür gedacht, dass das mega viel Farbe ist, hat sie erklärt. Sondern, das ist so eine Grund, was sie das machen irgendwie alle. So, und jetzt fange ich schon an mit diesem etwas farbigeren. Seht ihr, ne, wie sich das so ein bisschen verändert? Also ich mache jetzt heute halt mal so ein
so ein richtiges Nachmachvideo, ne, was ich so da gesehen habe. Oh, die sehen aber auch danach toll aus. Ich weiß nicht. Ich glaube mir sowieso nicht, dass ich das so hinkriege. Aber vielleicht ja so ein bisschen. Ich muss mir allerdings noch überlegen, welche Farbe ich machen möchte. Ob ich jetzt grünes Auge oder weinrotes Auge mache. Beides sieht gut aus. Ich habe noch nicht so viele Farben. Ich war gestern bei Rossmann und wollte mir Lidschatten kaufen. Irgendwas Schickes. Ich war auch bereit, Geld auszugeben und dachte so, heute gönnst du dir mal was richtig Tolles. Aber ich war restlos überfordert mit den ganzen Farben. Ich wusste überhaupt nicht, was ich will. Wusste ich überhaupt nicht. Und dann ist da mit Glitzer, dann ist da mit Schimmer. Und ich weiß ja, Schimmer ist nicht so gut bei Falten. Ist alles gemischt, dann war das so eng, dann war das so bunt. Was soll ich mit Gelb? Weiß ich nicht so genau. Da bin ich ja auch so ein bisschen unerfahren. Da weiß ich immer nicht so genau. Geht euch vielleicht auch so, dass ihr denn da steht und viele Farben. Und dann geht man wieder nach Hause und macht das so, wie man das immer gemacht hat. Weil man das immer gemacht hat und weil man sich damit sicher fühlt mit diesen jeden Tag Lidschatten oder jeden Tag Schminke. Ne? Man traut sich nicht so richtig was Neues. Ich gehe mal heute in die rötliche Richtung. Also, ich habe ja jetzt nochmal erst das Helle genommen. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, das ist Make-up-Coach. Hochwertige, ganz, 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 ganz tolle Schminke kaufen, kaufen, kaufen. Und dann habe ich diesen Aprikoton genommen. Den nennt Make-up-Coach auch, glaube ich, Ilona. Mal gucken. Ilona, genau. Ilona. Und dann ist da ja auch noch dieses Lilla. Und mit Lilla gehe ich mit Oma rein. Und zwar, jetzt überlege ich gerade, wechsle ich jetzt schon den Pinsel oder nicht? Das ist ja mehr so für die helleren Töne. Ja, dann bleibe ich dabei, was ich gesagt habe. Der ist für die hellen, das bleibt auch. Dann nehme ich jetzt einen dunkleren. Und jetzt nehme ich mal den, der hat zwei Seiten. Und gehe jetzt in die lilane Farbe rein. Oder ist es zu dunkel? Nee, ist egal. Ich versuche jetzt einfach mal was. Wie immer. Ich übe ja meine Videos nie. Die sind immer ganz spontan. Ich denke einfach, ach, jetzt machst du mal die Kamera an. Und, ne? So. Jetzt mache ich das mal schon so. Immer nur stupseln mit dem Pinsel da rein. Dong, dong, dong. Ich habe ein bisschen Fenster auf. Ich hoffe nicht, dass man die Nebengeräusche so hört. Weil es ist einfach zu warm. Ich ersticke hier in dem Badezimmer. Und in das andere Bad kann ich nicht rein. Da ist immer Hochbetrieb. Bin ja nicht alleine. So, jetzt habe ich Lila genommen. Sieht man gar nicht so doll, nur ein bisschen. Bringt jetzt auch nicht viel, ne? Aber so haben die das gemacht. Die sind immer in eine Farbe, in die nächste Farbe, in die nächste Farbe und in die übernächste Farbe. Die zeigen das da immer so easy. Und dann steht man hier. Ich werde mich mal ein bisschen mehr konzentrieren. Ja gut. Mal gucken, was man denn dazu nachher anzieht. Vielleicht was Weinrotes, obwohl ich trage ja auch nur schwarz. Das soll auch gut aussehen. Oder mache ich das falsch? Muss ich das stüpseln? Na ja gut, geht ja schon ein bisschen. Schon mal was anderes als sonst, ne? Finde es gar nicht so schlecht. Stupsel nur. Ach so, Entschuldigung, vergessen zu zeigen. Von Avon die Palette, wo der Terrakotta fehlt. Wegen der kleinen Mädchen. Das Weinrot, das finde ich super, super schön. So, wenn man so ein bisschen so stupselt, dann wird das, finde ich, immer noch so ein bisschen intensiver, ne? So sehe ich so aus, als noch nicht so weltbewegend, ne? Irgendwie fehlt mir so ein bisschen dunkel. Ich habe hier auch noch so eine ganz tolle Eisprinzessin von Make-up Coach. Einmal vorsichtig aufmachen. Ich lasse das immer noch hier drin, weil es so schön ist. Ich liebe das so. Und jetzt gehe ich wieder mit dem helleren hier rein. Und das glitzert so ein bisschen und das hat so eine schöne. Ich habe das gestern schon mal ausprobiert. Oh, das ist so schön. Ich liebe das. Oh,
Wenn die zu doll so, dann fällt das alles hier runter. Also nur ganz vorsichtig. Entschuldigung, ich habe hier schon wieder alles wirklich runtergeschmissen. Na, ist egal. So, dann gibt das alles ein bisschen so eine Einheitlichkeit. Jetzt überlegt sie, was sie noch macht, ob sie noch einen anderen Rotton hat. Irgendwie ist mir das ein bisschen zu wenig. Den Schwarz habe ich gesucht, da ist er schon. Der Schwarze von Avon. Und da könnte ich jetzt mal den Pinsel ausprobieren. Nur reintupfeln. Und dann könnte ich das vielleicht nochmal machen. Eigentlich habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, wie die das da in dem Video gemacht hat. Oder haben. Ich habe ja mehrere Videos geguckt. Ganz junge Mädchen. Und wunderschön. Keine einzige Falte am Auge. Und dann gehe ich immer hochmotiviert zum Spiegel und dann sehe ich mich und denke so, oh Gott, wie soll ich das denn hinkriegen? Na gut, der Wille ist da. Ach Mensch, wenn es früher mal YouTube gegeben hätte, wo ich jung war, du. So. Alter, das hat's doch gebracht, ne? Sie überlegt, ob sie weiter damit oben rumstüpselt. Ich habe immer noch den in der Hand. Gerade. Das vergesse ich immer. Einfach hier oben rüber. So. Also das muss bei mir sein. Da kann ich nicht. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, ich habe zwei verschiedene Augen. Das ist 10 Jahre jünger wie das. Ja. Also muss das immer mehr angemalt werden. Ich weiß nicht, wie es kommt, ob ich mehr auf der Seite liege oder was. Keine Ahnung. So. Ist das gleichmäßig? Wenn es die Nase juckt, gibt es noch eins drauf. Stunden später. Ja, muss ja sein, ne? Ja, so ist das. Da brauche ich immer lange für. Also wenn ich schön machen will, ne? So, jetzt werde ich das einfach mal verpuscheln mit dem Schlupfi-Puschel von Make-up Coach. Leicht abgeschrägt, damit er schön in die Lidfalte reinpasst. Mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt habe ich ja eigentlich nur Farbe aufgetragen. Ganz oft habe ich hier auch, dass es hier so Falten drin sind. Da muss man sehen. Ich will ja auch nicht alles so nach unten oder nach oben. Ich will nur ein bisschen verblenden und am besten geht das dann, indem man das so ein bisschen hier festhält, das Haut. Und dann so ein bisschen verteilt. So. So gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Ist alles so ein bisschen heute so in die rötliche Richtung. Sieht ganz witzig aus. Da kann man jetzt auch immer noch mal, für die, die nicht ganz so super geübt sind, so wie ich, mache ich noch mal so ein bisschen, ich kann nicht ohne, ich muss immer noch mal einmal rüber mit dem Finger, ich weiß auch nicht. Um das noch mal so ein bisschen so. Und dann kann man auch noch mal, wenn man unsicher ist, ob man das gut gemacht hat. Das ist komisch, ne? Das brauche ich immer irgendwie. Einmal noch so mit dem Finger so ein bisschen. Einfach auch um diese Falten da so. Ich finde, schwarz sieht man jetzt schon fast gar nicht mehr. Man könnte jetzt noch mal ein bisschen wieder mit dem bisschen in Schwarz gehen. So. Sieht das so aus? Kann ja fast so bleiben. Ich finde jetzt aber, müsste noch so ein, es fehlt noch mal so ein Punkt in der Mitte und dann nehme ich einfach mal den Finger rein. Ui.
Bisschen zu doll, ne? Gefällt mir das? Auch vom Weiten sieht es besser aus. Also nicht so dicht rankommen, bitte heute. Ich will auch nicht so übertrieben, weil ich will ja weggehen. Ich will ja nicht weggehen. Das finde ich besser. Jawohl, jetzt wird es. Aha. Guck mal. Ja. So geht das. Eine Wimper. Ich darf mir was wünschen. Ein Auto? Nee, Quatsch. 10 Jahre jünger. Ich stehe hier immer und gefallen mir nicht. Deswegen überlege ich immer mal, ob ich jetzt noch was über die Falten oder nicht. Eigentlich reicht das so aus. Also von Lichten. So sieht das aus. Aprikot, Lila, Weinrot. Sieht so aus. Ich finde, das reicht aus. So, dann packe ich alles schon mal weg, damit ich es nicht nochmal benutze. Als nächstes kommt dann The Rouge. Erstmal den Lidstrich. Natürlich wieder mit meinen Glimmersticks von Avon. Und da habe ich auch wieder verschiedene Farben gekauft. Ich habe jetzt einmal dazu gekauft. Nee, Alluring hatte ich schon. Alluring ist. So, Alluring sieht so aus. Schwarz mit grünem Glitzer. Ich breche mir fast den Arm. Richtig, richtig, richtig schön. Dann habe ich dazu gekauft Black Eyes. Wie gesagt, bei Avon musste die nur rausdrehen, braucht man nicht anspitzen, finde ich total praktisch. Ich mache das mal ein bisschen da drüber. Kann man das sehen? Black Eyes. Also das ist das Grüne und das ist Black Eyes. Das ist schwarz. Ist eigentlich mit Glitzer. Muss ich mehr aufmalen, sieht man das. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Schwarz. Oh, irgendwie sieht man das nicht richtig. Ja, also es ist auch mit Glitzer. Irgendwie kriege ich das jetzt hier mit der Belichtung nicht so richtig hin, dass man das sieht. Und dann habe ich noch einen schwarzen und der heißt Emerald Glow. Alluring glitzert irgendwie mehr. Guck mal, das ist hier der Grüne. Das ist Alluring Grün mit Glitzer. Wenn ich so halte, sieht man es nicht. Man muss ein bisschen die Hand bewegen. Das ist Black Eyes, schwarz mit Glitzer und das ist Grün. So, die kann man alle rausdrehen. Das finde ich immer super praktisch. Und ich nehme jetzt mal für den Lidstrich nämlich Black Eyes, also schwarz. Mit Diamonds. Ich mache aus ein bisschen mehr und lasse ihn dann noch in weniger verlaufen. Das sieht echt gut aus. Bisschen weicher ist er für die Augen und schimmert total schön. So. Ich habe echt zwei verschiedene Augen. Ich muss immer gucken, dass ich das. Und dann habe ich was festgestellt, wenn man hier Falten hat. Ich muss mir das richtig hinlegen. Manchmal steht es so nach oben und dann muss ich das mir so richtig hinlegen und dann ist es wieder gerade. Habe ich also zwar gut gemalt, aber die Falten sind so ein bisschen nach oben gerutscht. Ja. Es ist ja nun mal so was, ich kann ja nicht rumspielen. Da muss man sich auch nicht für schämen, das ist eben so. Und das hat ja jede Frau.
Und so ist es nun mal. Da brauche ich mir hier kein. Na, so. Sieht aus wie 28. Nö, leider nicht. So, alle Ringe jetzt für unten. Es gibt von Avon, das würde jetzt eigentlich viel besser passen, auch ein Glimmerstick. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Der hat so weinroten Glitzer. Das ist natürlich viel, viel schöner. Wäre jetzt super passend. Aber natürlich hat sie es nicht. Wird sie aber bestellen. Auf jeden Fall. Hatte mich letztes Mal mehr so auf Grün konzentriert und ich bestelle immer nicht so viel. Auch immer nur so ein bisschen, was im Angebot ist und so. Auch als Beraterin kaufe ich nicht alles. So. Das ist jetzt so schwarz mit Glitzer. Also dieses, das habe ich unten und das schwarze. Es sieht da ja fast lila aus. Das ist aber nicht lila. Es ist überhaupt nicht lila. Ich weiß nicht, wieso das so wirkt. Komisch. In der Kamera ein bisschen anders aus. So ist es. Ja, so. Na, ist egal. Ihr seht es ja an den Augen. Was habe ich jetzt und was muss ich noch? Tada! Aber vorher, bevor ich die Wimperntusche jetzt auftrage, mache ich erstmal mein Concealer. Pinsel ja oder nein. Es geht ja schöner mit Pinsel. Ne? Ich stupsel mal überall rein. Mainstream von Make-up Coach. Ich weiß gerade nicht, welche Gesichtsfarbe ich habe. Aber wird schon schief gehen. Ist ja nur so ein bisschen getupfelt, dass man da nicht so dunkle Schatten hat. Und ich muss immer noch mal. Oh, nicht, dass ich mir Lidschatten. Ich muss mal gucken, dass ich auch saubere Finger habe. Eben schon einmal abgewischt. Weil ich immer so viel mit den Fingern mache, habe ich natürlich meistens die Hälfte an den Fingern. So geht das. So geht das. Puder rüber. Könnte man super natürlich jetzt auch dieses Puder nehmen. Durchsichtig. Transparent, aber ich nehme jetzt einfach mal das hier, was ich hier habe. Da ist noch ein bisschen heller Lidschatten dran und da ist jetzt Kompaktpuder, das ist egal. So. Man kann sich hier in die Mitte auch noch mal so einen schönen, ganz, ganz, ganz hellen Punkt, so wie das da oben, kann man das auch da machen. Aber das mache ich nicht so gerne, weil ich damit ja jetzt auch einkaufen gehe und das finde ich dann ein bisschen zu festlich. Jetzt kommt die schöne Wimperntusche, Tusche, Tusche von Avon. Jawohl. Oh, die ist so geil. Oh, die liebe ich gerade richtig. Die ist so schön. Und das Witzige ist ja, die Wimpern, die sind total gepusht, voller, getrennt und länger. Aber die sind total weich, die Wimpern, den ganzen Tag. Ich finde das so witzig immer. Ist mal heute was anderes, ne, mit dem Weinroten. Finde ich schön. Beim nächsten Mal mache ich grün. Beim nächsten Mal. Ich werde nochmal gucken, ob ich nochmal irgendwie schönen Lidschatten kaufe. Und bei Avon jetzt als nächstes will ich mir bestellen so Goldtöne. Habe gestern auch nochmal ein bisschen mich mit Highlighter und Bronzener ein bisschen schlau gemacht im Netz und wieder mal festgestellt, Bronzener ist gut, aber bei Falten ein Matten nehmen. Also wer jünger aussehen möchte im Alter, sollte alles nach Möglichkeit matt oder Glitzer. Und auch, also Highlighter würde ich sowieso weglassen, also ich
Finde es bei anderen auch immer schön, aber bei mir selber nicht. Und wenn ich jetzt Bronzer nehmen würde, dann würde ich immer einen matten nehmen. Einen matten Bronzer. Englisch habe ich das ja immer nicht so. So. Das mache ich ja immer so. Dann hat man das auch nachher nicht hier oben. Und das hält den ganzen Tag. Das ist so richtig schön. Also ich brauche das nicht zu wiederholen. Und auch diese Striche muss ich wirklich mit Gewalt abmachen. Auch wenn ich ganz viel abwasche und ich im Haushalt mache oder so, die Striche sind abends auch immer noch da. Also die Glimmersticks von Avon, die halten Bombe. Was wollte ich jetzt noch? Was habe ich jetzt noch nicht? Ja, jetzt überlege ich schon wieder. Den Fächerpinsel von Avon. Hier. Bei der Palette von Make-up Coach ist ja so ein matter Bronzener mit drin und damit kann man auch super Konturen setzen, finde ich. Das reicht mir aus. Jetzt muss ich ein bisschen weiter weggehen. Und wenn ich mich so ein bisschen blass fühle, dann mache ich hier ein bisschen. Die Mitte muss frei bleiben, hier muss hell bleiben. Wegen dem optischen Auge, wegen der Kugel und so weiter, da kann man sich informieren, warum man das so macht. Das gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. So, einfach so ein bisschen hier so leicht verstreichen. Einige machen das auch hier an der Nase, wenn sie eine breite Nase haben, dass man hier so ein bisschen arbeitet. Aber das brauche ich nicht. Voll selbstbewusst brauche ich nicht. Habe schon eine schöne Nase. Nö, ich habe kein Problem mit meiner Nase. Also ich finde das immer hier viel schlimmer. Das mag ich so gar nicht. Das würde ich gerne kaschieren. Aber das geht ja nicht. Damit muss ich leider leben. So, und dann gehe ich jetzt hier wun, 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 überall ein bisschen. Und dann ist egal wie. Mit so einem riesen Puschelpinsel würde ich jedem empfehlen, immer so ein riesen Teil hier zu kaufen. Die sind zwar nicht ganz günstig, aber die halten ja ewig. Und das habe ich nicht bereut, den Kauf, wirklich nicht. Der ist also ganz, ganz toller Tipp. Fragt jetzt nicht von wem, ihr wisst es schon. Von meiner Make-up-Mama. Ganz lieb gemeint. Ganz, ganz, ganz lieb gemeint. Hat nichts mit Alter oder so zu tun. Wir sind fast beide gleich alt. Es geht einfach nur darum, dass ich da so viel gelernt habe und so begeistert bin. Und ich bin da einfach ein Fan. So, jetzt sehe ich so richtig. Nase kann man auch. Mache ich nur meistens nicht. So, jetzt habe ich eigentlich gar nicht viel Contouring gemacht. Einfach nur ein bisschen Bronzer aufgetragen und ich finde, man sieht so auch schon ganz frisch aus. Nochmal verdichten. So gefalle ich mir. Witzig, werde ich öfter mal machen. Habe ich hier zum ersten Mal so diese Rottöne gemacht. Ich finde das echt ganz cool. Sieht auch gut aus. Ja, mir gegen die Falten kann man nichts machen. Ich hasse das, ne? Diese Falte da, kann man die nicht nach innen legen. Na gut, muss ich mit leben. Wenn man das jetzt noch möchte, dann mein. Aha. Ich lasse das immer so. Ich finde immer, manchmal ist weniger mehr. Ist mir jetzt auch fast schon zu dolle, oder? Ich muss bald zum Friseur. Die grauen Haare kommen schon wieder durch. Ja, ich bin nicht so, ich mag nicht so viel. Ja, ich mag nicht so viel Schminke. Lippenstift ist mir zu viel. Ja, so lasse ich das dann. Ja, also beim nächsten Mal grüne Augen werde ich mal ausprobieren. Grüne Augen im Alter. Oh Gott, so alt bin ich ja noch gar nicht. Naja. Aber etwas älter nützt ja nichts, da müssen wir durch. Ja, man hilft nichts. Einfach einen Schluck Kaffee und dann geht das. So, und jetzt noch einen schönen Tag und ich mache jetzt Schluss. Also, bis dann. Grüne Augen beim nächsten Mal und vielleicht mal wieder ein paar Avon-Produkte. Mal gucken, was ich mir so Schönes bestelle und ob das dann schon da ist.
Wahrscheinlich werde ich erstmal grüne Augen schminken und dann den neuen Lidschatten präsentieren. Da bin ich schon ganz neugierig und mal gucken, wie ich damit so umgehe. Naja, bis dann erstmal. Tschüss.